Max, Markus, erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Sieg. Max, nach der Ziellinie habe ich gesehen, da ist ganz schön viel Erleichterung abgefallen. War da auch so ein bisschen, ja, wir können es noch dabei, nachdem die WM im letzten Jahr nicht ganz nach deinem Geschmack verlief? Ach, das ganz bestimmt. Ich meine, letztes Jahr sind wir schon sehr enttäuscht von der WM zurückgefahren. Aber eigentlich haben wir das Rennen damals nochmal analysiert danach und eigentlich dann auch ad acta gelegt, versucht aus den Fehlern zu lernen. Und wir waren einfach gerade auch zufrieden, gutes Rennen gemacht zu haben und das gemacht zu haben, was wir uns vorgenommen haben. Und klar, es war auch so ein bisschen Druck, lag schon auf uns. Und wie es jetzt irgendwie so weitergeht, und es sind ja auch viele Junge, die irgendwie nachkommen. Und tut mir auch total leid, dass Tamás jetzt einfach krank war und die zwei jetzt auch nicht fahren konnten. Aber wir waren jetzt einfach mit unserem Rennen zufrieden und ja, klar, ist da irgendwie auch schon Stein vom Herzen gefallen, ne? Dass man irgendwie jetzt nochmal gezeigt hat oder auch einfach sportlich ein Ausrufezeichen gesetzt hat, dass man jetzt nicht irgendwie abgeschrieben werden sollte. Und Markus, während ich bei Max so die Anspannung davor auch gesehen habe, liefst du hier für mich rum, als würde ich alles nicht so viel angehen. Bist du so eine coole Socke oder wirkt es nur nach außen so? Also ich denke, ich bin schon ein bisschen cooler manchmal als Max. Vielleicht auch manchmal zu cool. Hat mir vielleicht vom Rennschmidt ein bisschen zu sehr abgeguckt. Aber ich versuche das eigentlich auch als locker zu sehen, weil ich denke mir immer, es ist unser Hobby. Wir machen das ja alle, weil es uns Spaß macht. Und dann muss man da vielleicht auch manchmal ein bisschen den Ernst der Sache ein bisschen rausnehmen, um sich nicht zu doll zu fokussieren und einfach nicht zu verbissen daran zu gehen. Und dann tut es manchmal ganz gut. Und ich glaube, bei uns beiden passt es ganz gut, wenn ich es ein bisschen lockerer sehe und Max ein bisschen ernster. Dann kommen wir am Ende zumindest auf einen guten Nenner. Das stimmt schon. Wobei ich heute für meine Verhältnisse auch eigentlich relativ ruhig war und alles gut war. Ja, also ich habe mich nicht in die Ecke verkrochen und nichts mehr gesagt, sondern ein bisschen dummes Zeug gequatscht. Und dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Also